Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, den Slice sofort abzustellen und ich möchte euch da eine Übung zeigen, die sofort funktioniert, wo ihr direkt lernt, dass der Ball nach links kurven kann. Wenn sich das Ganze für euch interessant anhört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute möchte ich euch drei Übungen zeigen, wie ihr den Slice sofort abstellen könnt. Und zwar, wie kann ein Slice generell entstehen? Ich denke, das wissen die meisten. Ein Slice kann generell entstehen, wenn der Schläger von außen an den Ball kommt oder eben, wenn die Schlagfläche zu stark geöffnet ist. Und die ersten beiden Übungen, die werden sich auf die Schlagfläche abzielen. Und zwar aus diesem Grund, weil in der Regel haben so gut wie alle Slicer eine offene Schlagfläche und die Schlagfläche ist dafür zu 80% verantwortlich, wohin der Ball startet. Ja? Das bedeutet, dass ich relativ stark von außen kommen kann, was ja eigentlich erstmal dazu führen würde, dass mein Ball links startet, aber wenn meine Schlagfläche in Relation dazu zu stark geöffnet ist, dann geht mein Ball nach links. Und weil diese Schlagfläche einen so starken Einfluss hat, möchte ich euch als erstes zwei Übungen zeigen, eine bisschen moderatere und eine extreme Übung, wie wir es schaffen können, die Schlagfläche eher zu schließen. Die erste Übung, die habe ich mir von Jordan Spieth abgeschaut. Und zwar Jordan Spieth hat auch eine eher schwache linke Hand. Und in dem heutigen Video möchte ich nichts über Griffe erzählen oder ich möchte nicht über den Handgelenkswinkel erzählen. Ich halte das zwar für sehr wichtig, aber wir wollen heute sofort Erfolg haben und nicht erst ein bisschen rumüben müssen. Bedeutet, wir wollen eine geschlossene Schlagfläche haben und wir wollen ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich das im Treffmoment anfühlt. Und dazu greift ihr mal bitte den Schläger in die linke Hand und schwingt ganz entspannt hin und her und versucht mal das Gefühl zu haben, den Ball zu schlagen. Ja? Was ganz häufig passiert ist, dass die meisten Leute ganz automatisch ein Release haben werden, wo der Handrücken der linken Hand eher nach unten zeigt und dementsprechend auch die Schlagfläche sich eher mitdreht, wobei die Schlagfläche eher leicht sich schließen wird. Ja? Und wir wollen versuchen, dieses natürliche Gefühl zu entwickeln, indem wir den Schläger ganz entspannt in die linke Hand nehmen und versuchen, dass mein Handrücken nach unten zeigt, wodurch sich meine Schlagfläche schließen wird. Wenn ich das jetzt mit Ball versuche und dieses Gefühl habe, dass meine linke Hand eventuell dominant ist und ich meine linke Hand dafür nutze, die Schlagfläche zu schließen, dann kann es sein, dass das schon reichen wird, um dem Ball eher ein kleines bisschen nach links drehen zu können. Ja. Wenn das Ganze nicht reicht, dann gehen wir noch eine Stufe in die Extreme. Und zwar wollen wir versuchen, wenn uns das nichts bringt, unsere Schlagfläche noch ein bisschen mehr zu schließen. Und zwar ohne den Griff und ohne die Handgelenkswinkel zu betrachten. Und zwar nehmen wir den Schläger nach vorne, drehen die Schlagfläche nahezu 45 Grad nach links, stellen jetzt den Schläger auf den Boden und greifen jetzt den Schläger wieder. Meine Schlagfläche wird jetzt extrem geschlossen dastehen. Ja, meine Schlagfläche ist jetzt extrem geschlossen. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir eine sehr geschlossene Schlagfläche brauchen, damit der Ball nicht mehr nach rechts kurvt. Egal, wo ich jetzt hinschwinge, sollte der Ball jetzt auf jeden Fall nach links kurven. Das Ganze wird sich ganz kurz komisch anfühlen. Aber wir können jetzt mal ein paar lockere Schwünge machen. Denkt ruhig noch ein bisschen an Übung 1. Die linke Hand bestimmt. Mein linker Handrücken dreht sich nach unten mit. Wir greifen den Schläger wieder. Schlagfläche gut nach links drehen. Schläger auf den Boden und dann den normalen Griff wählen. Ja, und wenn ich jetzt einen Ball schlage, dann sollte er auf jeden Fall eher nach links drehen. In diesem Fall, ich hoffe, das hat man erkennen können, ist der Ball sogar viel zu viel nach links gedreht. Und jetzt gilt es zu schauen, wie weit muss ich jetzt diesen Drill machen. Das heißt, eben habe ich es 45 Grad nach links gedreht, Schläger auf den Boden gestellt, gegriffen. Und wenn ich jetzt schlage, dann ist es so, dass ich eher zu viel Linksdrall habe, in meinem Fall. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist zu sagen, okay,
Ich nehme wieder meinen Schläger und drehe den nur ein bisschen zu, stelle den auf den Boden, greife wieder ganz normal und versuche jetzt wieder zu schlagen und schaue, okay, wie fliegt jetzt mein Ball? Ja? Wieder ganz kleiner, lockerer Schlag und das wäre für mich jetzt schon ein guter Schlag gewesen. Der ist relativ gerade gestartet, ein bisschen nach links gekurvt. Ja? Und das ist ja genau das, was jeder Slicer eigentlich erstmal benötigt. Er braucht das Vertrauen, dass er in der Lage ist, mit einer geschlossenen Schlagfläche an den Ball zu kommen, dass wir eine Linkskurve erzeugen können. Dieses Gefühl ist für die meisten Slicer, die in meinen Unterricht kommen, die haben es noch nie geschafft, dass der Ball wirklich nach links kurvt. Ja? Deswegen sind die ersten beiden Drills erstmal super wichtig. Einmal, dass man ein Gefühl in der linken Hand erhält, okay, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn der Schläger ein bisschen mitrotiert, wenn sich die Schlagfläche ein bisschen schließt. Und wenn das Ganze noch nicht genug ist, dann den Drill, dass wir sagen, okay, ich nehme die Schlagfläche, drehe sie nach links, stelle meinen Schläger auf den Boden und nehme dann meinen normalen Griff ein. Spätestens dann sollte ich es schaffen, auf jeden Fall die Schlagfläche zu schließen. Wenn der Ball jetzt zu viel nach links geht, dann gibt es noch die dritte Übung. Und bei der dritten Übung starten wir nicht im Setup. Wir fangen erstmal wieder an, unsere Schlagfläche zu schließen, hinzustellen und unseren normalen Griff einzunehmen. Und jetzt starten wir nicht im Setup, sondern wir starten vorne rechts. Ja? Vorne rechts starten wir und versuchen jetzt, um den Körper aufzuschwingen, so viel wie wir können. Und wir wollen wieder nach vorne rechts kommen. Ja, und wenn ich meinen ersten bzw. meinen zweiten Drill richtig gemacht habe, dann ist es so, dass meine Schlagfläche jetzt leicht nach links zeigt, genauso wie wir das eigentlich haben wollen. Das heißt, wir starten nicht da, wo der Ball losgeht, sondern wir starten da, wo wir hinschwingen wollen. Das heißt, wir starten vorne rechts. Warum starten wir vorne rechts? Wir wollen jetzt eine Schwungbahn von innen nach außen erzeugen, ja, eine Schwungbahn von innen nach außen erzeugen und dafür benötigen wir ein extremes Gefühl. Das heißt, wir starten vorne rechts, schwingen um den Körper und schwingen wieder zurück. Jetzt versuchen wir das Ganze mit Ball. Nicht vergessen, ruhig wieder locker machen, lernen, meine Schlagfläche zu schließen im Schlag. Dann gerne die Schlagfläche leicht schließen, statisch, wieder den Schläger greifen. Jetzt gehen wir in unseren Drill. Ich starte vorne rechts, schwinge um den Körper und schwinge wieder nach vorne rechts. Und jetzt versuche ich das Ganze mit Ball. Das heißt, ich stelle mich hin und habe das Gefühl, okay, da möchte ich hin. Nochmal kurz vorm Schlag ausprobieren. Und dann versuche ich das Ganze durchzuführen, ausholen. Und jetzt habe ich es sogar geschafft, eine etwas zu starke Rechts-Links-Kurve zu spielen. Aber das ist ja genau das, was ich eigentlich als Slicer erzeugen möchte. Genau dieses Gefühl möchte ich als Slicer haben. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir unser Leben lang mit diesem Drill spielen müssen, dass die Schlagfläche, dass wir die erst schließen, dann hinstellen und dann greifen, um es zu schaffen, eine geschlossene Schlagfläche zu bekommen. Aber ich habe eingangs gesagt, ich möchte einen Drill erzeugen, der sofort funktioniert. Und ja, manche werden vielleicht sagen, oh, das ist doch ein bisschen geschummelt. Ich finde immer, das, was funktioniert, das sollte man auch anwenden. Und in der Regel ist es so, dass wenn wir diesen Drill durchführen, das heißt die Schlagfläche schließen, dann den Schläger greifen, dann die andere Übung durchführen, das heißt vorne rechts anfangen, um den Körper schwingen, dass man ein Gefühl entwickelt, wie sollte sich denn jetzt der Schläger im Raum bewegen? Wie sollte die Schlagfläche richtig stehen? Und das sollte vielleicht jetzt nicht die Endlösung sein, sondern man sollte natürlich versuchen, einen guten Griff zu bekommen. Man sollte versuchen, eine gute Handgelenkstellung zu bekommen. Man sollte versuchen, eine gute Körperbewegung zu bekommen. Aber heute ging es in erster Linie darum, sofort Erfolg zu haben und sofort ein Ergebnis zu sehen, was mir hilft, ja vielleicht wieder den Spaß am Golfschwung wiederzufinden oder den Spaß am Golfsport wiederzufinden. Genau. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei, die Übung auszuprobieren und ich freue mich auf eure Reaktion, auf eure Kommentare, ob es euch gelungen ist, den Slice abzustellen.